So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Alle, die da sind, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Schön, dass ihr da seid hier im ja, zum dritten Rennen der GT7 A-Serie. Heute im Brands Hatch. Genau, wir haben schon Kruse heute mit dabei, Rebell, kennst du mich, Seebär, Skippy, Haze, Rouge, Dark Gamer, Hyazel, Snooze. Ich glaube, da waren. Ne, Akka hatte sich jetzt kurzfristig abgemeldet. Und wer war dann noch? Jemand namens Leo Dreas, zu dem ich keinen Kontakt habe. Das ist auch gut. Von daher. Gucken wir mal, wir haben jetzt noch knapp eine Minute, dann geht's Quali los. Könnt ihr mich hören? Ich muss das mal kurz überprüfen. Hallo. Müssen wir sagen, ob das mit dem Sound her passt, wenn wir hier im Auto sitzen. Ob das von der Soundmische her in Ordnung ist. Hallo Marcelinho, hallo Stevie. Ich hoffe, bei euch ist alles in bester Ordnung. So, mal alles anmachen hier. Wobei wir ja gleich. Hallo Skippy. Viel Glück dir heute. 20 Uhr. Wenn jetzt nicht mehr kommen, ich glaube 11. Ja, wie gesagt, der Leo Dreas war noch da. Wie gesagt, von dem weiß ich allerdings nichts. Und da er jetzt ja auch nicht da ist, ja, würde ich das einfach so starten. Und Acker hatte sich auch abgemeldet jetzt noch. Das heißt, wir können das Quali eigentlich auch starten. Na, wenn ich schreiben könnte. Start. Hallo Hafner. Schön, dass du da bist. Quali Storden. Genau, viel Erfolg an alle. Ohne Training heute. Ah, Skippy. Das wirst du ja wohl hinkriegen. Das wirst du ja wohl jetzt hier hinkriegen. Mach ich mir sogar. Hoppala. Oh, unsafe release. Ich will hier raus. Ich muss raus. So, jetzt. Ah! Jetzt haben wir's. So. Ja, genau, Strecke ist easy. Genau, Gruppe 4. Wir haben jetzt erstmal Überholmanöver. Und dann haben wir jetzt erstmal 15 Minuten Quali. Kruse hat gesagt, er möchte sich das jetzt hier, möchte das Ganze beginnen. Die sind sich noch nicht so ganz einig, wer hier zuerst die Runde anfängt. Lass mal gucken, ob das jetzt mehr. Ja, das war jetzt Karma. Würde ich jetzt mal behaupten. Ob das jetzt mehr eine Behinderung ist oder ob das mehr Windschatteneffekt hat, so dicht hinter einem anderen herzufahren. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, gerade das kurze Layout gibt jetzt nicht viele Möglichkeiten, irgendwo Windschatten zu geben. Oder Windschatten zu holen. Weil das hier ist eigentlich deine Hauptgerade hier. Aber ja, wobei, du hast natürlich die Stadt hier, die eigentlich fast komplett Vollgas geht. Ich weiß es nicht.
Die Jungs können. Oh, da kommt Seebär weit raus. Da überholt Rebell jetzt erstmal den Seebär. Und beendet damit als erster seine erste Quali-Runde. Was ist es denn für eine Zeit? 0,47 ist sie nicht gewertet? Doch, ist sie. Hat sich nicht aktualisiert. 47 Sekunden. Also auch Zeiten unter einer Minute, die wir hier jetzt fahren werden. Hersel unterbietet das erstmal mit einer 46,3. Ne, 46,8. Sorry, ich bin blind. Dann kommt Rebell. 47,5. Hayes mit einer 47,5. Dark Gamer dann mit einer 57. 47,8. Dann LD Snooze 48,1. Auf P5 liegend. Direkt dahinter ist wieder Hiasel. Also die Rundenzeiten werden jetzt hier reinflattern. Bei den kurzen Rundenzeiten hier. Warum eigentlich sekündlich jemand, der sich hier. Ach ne, kennst du mich als eine Quali-Sperre? Der wird von hinten starten. Damit das mal gesagt ist. So. Hayes kommt jetzt. Ah ne, der hat jetzt die Runde angefangen. Ist aber auch nur 2000stel hinter Rebell. Also die Zeiten sind auch wieder extrem knapp. Wie wir es ja eigentlich schon gewohnt sind von der. Vom Gruppe 4 Format. So, Rebell kann sich nochmal verbessern. Allerdings nicht um eine Position. So, die ersten fahren auch schon in die Box rein. Hiasel war gerade in der Box, der muss aber jetzt eine Strafe absitzen, das heißt, die Runde wird auch nichts. Aber Skippy kommt hier über die Linie. Leider keine Verbesserung. Können es ja mal reinsetzen in den Nissan. Oh Gott, Rechtslenker. Und dann einfach mal eine Runde Onboard mitfahren. Die Jungs haben auf jeden Fall sehr viel Zeit, die ihre Bestmarke zu setzen. Kriegen ja dann fast, also die kriegen ja über 15 Runden hin, wenn sie sich jetzt dran halten. Da wird dann schon eine gute dabei. Okay, Skippy versaut mir das Ganze jetzt. Dann gucken wir jetzt mal bei Hersel zu. Oh, der sieht sogar seine km/h in der Scheibe drin. Der konnte sich aber jetzt nicht verbessern. Weil er hat ja auch noch die Strafe dann abgebaut. Ja, Skippy ohne Training auf P2. So viel, so ein Tiefstapler. Rechtslenker war bei mir bei der Wahl des Autos ein Ausschlusskriterium. Ja, das kann ich verstehen. Ich denke mal, das ist einfach eine Gewöhnungssache. Aber da ich ja sowieso, also wenn ich GT7 fahre, dann fahre ich das tatsächlich in der Perspektive. Und von daher wäre es mir tatsächlich dann egal gewesen. Aber ja, wenn man Onboard fährt, dann verstehe ich das. Dass das ein Kritikpunkt sein kann. So, aber wie gesagt, wir haben Skippy auf der zweiten Position, Dark Gamer knapp dahinter auf P3. Seebär dann auch knapp dahinter auf P4. Also die Zeiten sind super eng zusammen. Das liegt halt auch daran, dass die Strecke super kurz ist. Und ja, je kürzer die Strecke ist, umso enger bleiben die Zeiten beisammen. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Sprintrennen. So, Rebell fährt jetzt auch nochmal. Wir können es ja mal gucken, wie lang so ein Stop dauert.
ist ja für die Rennstrategie dann auch mal entscheidend, wo du dann rauskommst bei der kurzen Strecke. Wenn du einen Stopp machst als Einzelner, dann bist du ja fast schon überrundet. Muss man ja mal so sagen. Ah, da kommt. Ah, das ist. Boxenausfall ist auch gefährlich. Da kommst du direkt aus der Ideallinie raus, haben wir gerade gesehen. Und das ist nicht so ganz ohne. Der McLaren BMW Gruppe 3 hat das Lenkrad in der Mitte. Der McLaren BMW, da muss ich mich noch gerade mit abfinden. Was ist denn der McLaren BMW? Oh, Dark Gamer. Oh, mit einem heftigen Abflug. Uiuiui. Ja, wir haben schweren Schaden, Jungs. Reparieren kostet euch einen Stop. So, Yasser hat immer noch die Pole Position. Wir haben knapp die Hälfte der Zeit rum. Ja, hier so knapp in Führung liegend, aber wir sehen, das Feld ist unter einer Zehntel fast überall. Gut, hier hinten lockert sich ein bisschen auf. Aber hier das vordere Mittelfeld alle unter einer Zehntel Abstand. Und das. Da reicht eine kleine Verbesserung von Hayes, sagen wir mal. Oder von Kruse. Und die springen direkt auf P2. So, die zwei sind sich auch nicht so ganz einig, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt aber. Aber hat dem Skip hier auch Zeit gekostet. Dark Gamer auch mit frischen Reifen jetzt unterwegs, hat aber den Rebell, müsste es sein. Ja, hat den Rebell da vor sich. Ich habe immer die Frage, ob das jetzt einen mehr hilft oder mehr ablenkt. Keine Verbesserung von Dark Gamer. Ah, guck mal, da ist die 2-Zehntel-Verbesserung. Da hat er sie. Jetzt können wir mal gucken, was der für einen Sprung macht, wenn der die jetzt noch über die Ziellinie trägt. Dann ist er nämlich auf einmal P2. Kruse, neuer Zweitplatzierter. So eng sind die Zeiten hier zusammen. Kleine Verbesserung, direkt 5 Plätze. Abstände sind super
knapp. Ich glaube, Snooze hat auch noch nicht sein Bestes gezeigt. Der kann bestimmt auch noch nachlegen. Jetzt alle bereit für den letzten Schuss wahrscheinlich. Zumindest Rouge. Bei kennt's mich, wenn wir keine Zeit sehen. Oh, jetzt kommt der raus und direkt vor die Leute. Aber ich glaube, das ist nochmal gut gegangen. Kleiner Fehler von Rebell, das wird nichts mehr. Zumindest nicht mehr die Runde. Dark Gamer auch ganz langsam unterwegs. Oh ne, sah so aus. Fragt mich nicht warum. So, Seebär hat sich in der Zwischenzeit auf P2 vorgearbeitet. Ganz knapp hinter Hiasel. Der konnte sich in den letzten Runden aber auch nicht mehr verbessern. Der hat am Anfang eine gute Rundenzeit gesetzt, aber seitdem ist da nichts mehr nachgekommen. Das war auch seine einzige 46er-Zeit, wenn ich das so richtig sehe. Ja, ich weiß jetzt, dass man links unten die schnellste Runde sieht. Das weiß ich jetzt. Ja, das war lustig. Letztes Rennen. Manchmal lerne ich auch noch was dazu. So, jetzt haben wir noch knapp eine Minute. Die Leute müssen sich jetzt auf ihren letzten Schuss jetzt vorbereiten. Snooze hat sich auch mal verbessert. P8. 47,6. Ist ja knapp 8 Zehntel langsamer als Hiasel. So, wer kommt jetzt hier über den Strich? Wer kommt jetzt hier noch einmal? Wobei, die können ja die gefahrene Runde noch zu Ende fahren. Also Skippy holt jetzt quasi aus für seinen letzten Run. Ah, 12.000stel, ey. Das sind so knapp. Oh, da ist einer gerade ausgefahren. Oh, der hat sich sogar gedreht, der da gerade ausgefahren ist. Das war Dark Gamer, für den ist vorbei. Dark Gamer wird sich nicht mehr verbessern, hat sich aber nochmal auf 2 geschoben. Der hat Seebär nochmal verdrängt. Von Kruse wird auch nichts mehr kommen. Skippy ist durch, Snooze ist auf P6. Hat sich nochmal verbessert, in der letzten Runde. Rebell müsste, glaube ich, auch durch sein. Ich glaube, die sind alle durch. Kann das sein? Skippy nochmal über die Linie. Keine Verbesserung. Ne, Kruse war auch keine Verbesserung mehr. Das war's, glaube ich. Hiasel hat die Pole Position für Sprintrennen. Dark Gamer dann auf P2, Seebär auf 3, Kruse auf 4, Skippy auf 5, Eldisnus auf der 6, Rebell auf der 7, Haze auf der 8, Rouge auf 9 und Kennst du mich auf P10 durch die Quali-Sperre. Aber sehr knappe Zeiten. Knapp eine Zehntel Abstand von Hiasel zu Dark Gamer und dann unter einer Zehntel zu Seebär und wieder unter einer Zehntel zu Kruse, zu Skippy auch, zu Snooze knapp eine Zehntel.
dann wieder unter einer Zehntel, wieder unter einer Zehntel. Ja, und dann gibt es hier einen Hardcut von 7 Zehntel. Also, es gibt hier, wenn du schreibst Rouge und, also du und Rouge haben nicht trainiert, bei Rouge würde ich sie abkaufen, aber deine Vorstellung war jetzt nicht so schlecht. Zumindest warst du auch mal zwischenzeitlich auf 2. Hallo Cyberbill. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Jetzt 5 Minuten. Das heißt, wir machen um 2024 weiter. Na, komm. 2024 Uhr. Look. Look. Uhr. Start. Sind genau 5 Minuten. Könnt ihr mal Predictions reinhauen, was ihr denkt, wie das Ganze hier ausgeht. Warum schreibt er das nicht? Ich hab das doch hier rein. Da, jetzt ist es da. Wo ist Acker? Das kann ich dir beantworten. Acker ist abgemeldet. Acker ist oder hat sich noch abgemeldet. 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 Gott. Muss schon Deutsch können. Captain Ruffy. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Ja, wo ist Acker? Acker hat mir, ich weiß gar nicht genau wann, ich glaube 20 Minuten vor 8. Der muss noch, oder er hatte nicht das Update geladen, was bei ihm wohl 50 Minuten dauern würde, runterzuladen. Und es deswegen nicht schafft. Ich habe ihm zwar geschrieben, er könnte es doch zum Hauptrennen dazukommen, habe ich auch keine Antwort zu bekommen. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir den heute noch sehen. Gibt nicht viele Tracks, die du wenig. Oh, ich mag eigentlich Brands Hatch. Gut, ich bin die Kurzvariante nie gefahren, aber die lange Variante, die fand, bin ich eigentlich schon mal ganz gute Rennen mitgefahren. Kann ich mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Ja, das ist richtig. Die Strecke hat es in sich. Hier wird ein sehr leichter Fehler sehr hart bestraft. Weil du hast direkt das Gras um dich rum und keine Auslaufzonen. Gerade in dem Waldstück, wenn wir auf die
lange Streckenvariante dann gehen. Es wird schwer, auf jeden Fall. Wer ist Dark Hammer? Dark Hammer ist auch gut. Dark Gamer. Dark Gamer hatte sich heute Morgen noch mit dazu getan. Als Ersatzfahrer. Soweit ich das weiß aus der B-Serie. Ist wieder gefährliches Halbwissen. Ich kann euch das nicht zu 100% sagen. Er hat sich auf jeden Fall noch nachträglich mit eintragen lassen. Ja, Bese, ich kann es euch, wie gesagt, ich habe jetzt viel Zeit für was gesagt, was vielleicht nicht stimmt. Er fährt C noch besser für euch. Jetzt lasst euch mal von einem C-Serien-Kandidaten abziehen. Dark Gamer, ich drück dir die Daumen. So. Wir machen das. Oh, jetzt geht das Gehupe wieder los. So, sind sie alle da? Ich hoffe, keiner hat einen Bug oder sowas. Fünf Lampen gehen an. Und sie gehen aus und ja, alle kommen so zumindest weg. Erstmal so weit, so gut. Hertel kommt da leicht ins Bedrängnis, kann die Innenbahn aber für sich nutzen. Ja, oh, schickt den einen Dark Gamer schon weit weg. Ein bisschen rausgekommen. Aber Hertel kann die Führung erstmal behalten. Seebär hat sich vorgekämpft. Und so weit kommen sie auch alle durch. Skippy hat einen guten Start gehabt. Und so weit sind sie alle da. Hassel vor Seebär, vor Skippy. Dark Gamer leicht Plätze verloren. Da ist direkt Kruse dran und Kennst du mich hat auch schon zwei Plätze gut gemacht. Der ist ja von hinten gestartet. Und jetzt ist die erste Runde schon vorbei, da kommen sie wieder. Skippy macht da mächtig Druck auf Seebär. Wir kommen auf die Reifen gucken. Weichreifen. Wir fahren alle weich. Nee. Hayes ist der Einzige, der die Mediums fährt. Der Rest fährt alles weich. Ob der damit durchfahren kann? Ich kann es euch nicht sagen. Die Weichreifenfahrer werden mit Sicherheit einen Stopp machen. Ob der jetzt mit den Mediums einen Stop macht, das werden wir herausfinden. So, das Feld ist aber so weit, ja, geordnet. War auf jeden Fall ein guter Start von Hirse, der hat die Pole Position gut nutzen können. Ja, und muss jetzt daran arbeiten, irgendwie wegzukommen von Seebär. Vielleicht hoffen, dass Skippy da einen Angriff setzt. Aber der ist jetzt auch gute 7 Zehntel von Seebär weg. Ah, da kommt eine Attacke, Rebell. Geht an Kruse vorbei, der kontert aber direkt. Da kam Rebell nicht vorbei. Aus Lucien
Kampf will da vorbei an Ken. Obwohl Ken hat sich auch schon wieder vorgearbeitet. Das ist schon auf 7. Ich glaube eher, dass er an Zeus vorbeigekommen ist. Ja, Hiasel macht jetzt erstmal das Einzige, was er machen kann. Es ist nämlich vorne wegfahren. Besser kann er das jetzt erstmal nicht machen. So, da kommt Seber, der hält so ein bisschen den Zug auf, habe ich das Gefühl. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Skippy da vielleicht sogar schneller fahren könnte. Aber hier haben wir auch jetzt erstmal keinen Angriff zu befürchten. Oh, das ist auch zu weit weg, um einen Angriff anzusetzen. Ah, da geht er schon auf die Verteidigungslinie. Jetzt vielleicht mit einem besseren Exit kommt Skippy da vielleicht vorbei. Ach, nee, nicht so wirklich. Aber er zeigt sich. Oh! Oh, wo ist er hin? Dark Gamer! Ah, schade. Oh, Snooze, was passiert? Snooze hat auch irgendwie einen Abgang gemacht. Eiwei. Snus muss heute Black Sheep alleine vertreten. Und das läuft gerade nicht so gut. könnte besser laufen. So, Skippy lässt auf jeden Fall nicht locker. Und dadurch, dass Dark Gamer sich jetzt gedreht hat, ist natürlich eine kleine Lücke entstanden hinter Skippy. So, kennst du mich schon auf 5? Ja, okay. Hat natürlich davon profitiert, dass Dark Gamer sich gedreht hat. Aber das muss man auch erstmal, muss man ihm mal lassen. Jetzt vom letzten Platz innerhalb von 6 Minuten knapp sich auf P5 vorzuarbeiten. Ui, Kruse geht einen weiten Bogen. Hat sich da verbremst. Jetzt hat Skippy noch mehr Luft. Ja, und nach vorne hin. Ja, so lässt er gar nichts anbrennen. So, kennst du mich in Rebell? Zwei Teamkollegen. Die sollten sich untereinander nicht so viel Zeit kosten. Pace mit dem Mustang. Für mich immer noch nicht das idealste Liga-Auto. Werden wir vor allem im Hauptrennen sehen. Aber das ist nur meine Meinung. Wenn er damit gut klarkommt, dann soll er da gerne mitfahren. So. Rouge. Ja, fährt ein bisschen hinterher. Da merkt man dann vielleicht tatsächlich, dass er nicht zum Trainieren kam. Konnte natürlich profitieren von Snooze und Dark Gamer, die beide irgendwo einen Fehler hatten. Den von Dark Gamer haben wir gesehen, von Snooze. Den habe ich nicht drauf. Aber Dark Gamer hat sich da vorbeigekämpft am Snooze. Hi, Skippy! Mach das doch, wenn ich auf die... Oh.
Da kam der Angriff von Skippy. Gibt es da jetzt einen Konter? Wahrscheinlich. Ich gehe mal nicht davon aus. Ich glaube, Skippy kann ein gutes Eck schneller fahren. Oh! Da hat er nochmal gut reingesteckt. Die Stochen des Seebär. Ja, der Seebär gibt nicht auf. Finde ich gut. So muss das sein. Auch da wieder. Ist eng dran. Aber ich glaube, auf kurz oder lang kann sich Skippy da absetzen. Das denke ich schon. Vor allem jetzt haben wir da schon eine Lücke drin. Und ich glaube, jetzt ist es vorbei. So, und auch Dark Gamer konnte sich ein Stück von Snooze absetzen. Mal gespannt, wann die ersten Stops kommen. Bei Skippy ist zumindest der vordere rechte Reifen, der vordere linke Reifen schon zur Hälfte runter. Vielleicht gibt es auch wieder den einen oder anderen Kandidaten, dem das egal ist, dass der Reifen komplett abgenutzt ist und er prügelt den noch durch. Wir können ja mal gucken. Also Hiasel hat den Reifen sehr stark hergenommen. Bei Skippy verteilt sich das mehr auf vorne rechts, vorne links. Bei Seebär haben wir auch ein bisschen mehr Abnutzung auf allen Reifen. Bei Rebell ist der vordere und linke Reifen schon tot. Da ist schon vorbei. Auch bei Dark Gamer ist der schon stark abgenutzt. Da war doch einer mit mir hier. Aber auch bei Haze, der Reifen ist eigentlich genauso stark abgenutzt wie die von den. Eigentlich sogar noch mehr abgenutzt als wie von manch andere mit den weichen Reifen. Ja, was macht Rebell jetzt? Der prügelt den durch. Das sind aber noch lange Minuten. Also wir sind jetzt in Minute 11. Vielleicht wartet er noch bis Halbzeit. Das wäre noch knapp ein bis zwei Runden. Um dann zu wechseln. Ist halt die Frage, wo kommst du raus, wenn du da jetzt einen Stop machst, ne? Also den ersten, den ich eigentlich erwarten würde, wäre tatsächlich Rebell. Weil der hat mit Abstand eigentlich den schlechtesten Reifenverbrauch. Fährt 48er Zeiten. Ja, der ist gar nicht mal so weit. Also das ist noch im Rahmen. Tatsächlich. Also so viel Zeit verliert er noch nicht. Aber muss er wirklich wechseln, wenn es schon zu spät ist? Das ist halt die Frage. Irgendwann wird es halt einbrechen. Okay, Hiasel macht den ersten Schritt. Hiasel als erster in der Box. Gibt die Führung ab. Skippy damit neuer Führender. Hiasel, Kruse vorbei. Auch Seebär kommt in die Box.
Jetzt haben wir nämlich die Hälfte da rum. Rebell kommt rein. Jasse kommt schon wieder raus auf P3. Hat freie Fahrt. Kruse vor ihm ist, ja, fast eine komplette Runde weg. Ne, stimmt nicht. War gelogen. Das sind knapp 3 Sekunden. So, dann wird das hier ein Weich-Only-Sprint für die. Dann fahren die zweimal weich. Dann frage ich mich aber, was Hayes vorhatte. Wenn der schon. Ja, der muss ja dann wieder Medium fahren. Weil mit weich wird er ja noch mehr Reifen verbrauchen. Oh, wir haben eine gelbe. Oh! Habe ich ausgesehen? Wir hatten irgendwo eine gelbe Flagge, die habe ich aber nicht gefunden. So, kennst du mich, kommt rein. Und ich glaube tatsächlich, das ist sogar der letzte, der jetzt noch rein. Nee, Kruse muss auch noch. Skippy war auch schon drin. Ist knapp vor Seebär rausgekommen. So, Kruse, der einzige, der noch nicht stoppen war. Oh, wird der durchfahren? Das kann am Ende ganz nach hinten losgehen. Weil die kommen alle mit frischen Reifen von hinten. Und wenn der Reifensatz am Ende komplett einbricht, dann wirst du viele Plätze verlieren. Hayes kommt jetzt auch mit den Mediums rein. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob der Medium draufsetzt oder ob der weich nimmt. Den weichen Reifen, okay. Kommt damit knapp vor Smooth raus. Ja, Kruse noch mit der Führung. Aber ich weiß nicht, ob die Strategie langfristig für ihn gut ist. Also noch wird es in Ordnung sein. Weil noch hat er den Platz an der Sonne, aber jetzt bald. Ich meine, Jasse wird er so oder so nicht halten können. Und Skippy und Seebär waren auch vor ihm. Aber ab Rebell würde er mit der Strategie halt Minus machen. Und zu Rebell sind es 18 Sekunden. Natürlich jetzt die Frage, wie viel Zeit kosten die zwei sich. Wir fahren ja auf dasselbe Team. Also schenken tun sie sich auf jeden Fall nichts. Aber jetzt hat Kruse halt den kürzeren gezogen in der Kurve. Ich sehe wir auch ganz knapp am Skippy dran. Weiter hinten haben wir jetzt erstmal keinen direkten Zweikampf. Oh, jetzt ist der richtig nah dran, der Seebär. Und jetzt aus dem Windschatten raus, aber da baut sich nicht so viel auf in der Gruppe 4. Da ist die gerade dann. Da habe ich zu wenig Power für. Oh, jetzt ditcht er ihn leicht an. Sticht er jetzt innen rein? Oh, der sticht wirklich rein. War ein bisschen verbremst, hätte ich das fast gesagt. Ich glaube nicht, dass das ein absichtliches Reinstechen war. Das hätte auch anders ausgehen können.
Hersel baut den Vorsprung natürlich auf. Kruse kann das nicht halten mit den weichen Reifen. Also mit seinen Reifen kann er ihn auf jeden Fall nicht halten, und auch Skippy wird aufholen. Kruse wird echt durchfahren. Zu Rebell sind es jetzt 17 Sekunden. Also so richtig was verloren hat er bisher noch nicht. Das könnte sich tatsächlich ausgehen, wenn er diese Zeiten halten kann. Vielleicht macht er sogar noch richtig Gewinn und bleibt auf dem zweiten Platz. Aber das glaube ich tatsächlich nicht, weil Skippy holt da auf. Und der schleppt den Seebär direkt hinten mit. Dann wäre Kruse auf seinem vierten Platz, wo er mit seinem Stop auch gewesen wäre. Ja, die Zeiten, die gehen langsam immer höher. Wenn man sich das rechts anguckt, so langsam Zettelchen für Zettelchen. Jetzt waren es schon von Runde 22 auf 24 schon eine halbe Sekunde, die er langsamer fährt. Und Rebell fährt 47er. Warum holt? Ach nee, das ist der Abstand zum Führenden. Das ist natürlich jetzt schon. Also Rebell holt auf jeden Fall auf. Das sind jetzt knapp, was haben wir denn? 2 Sekunden. Und nochmal 9. Ja, knapp 11 Sekunden haben wir dann. Das war bei vorhin Kruse kurz erster, war, habe ich mich auf den Abstand des Führenden konzentriert. Der ist er aber natürlich nicht mehr. Also Rebell fährt quasi dieselben Zeiten wie Hiasel, kannst du sagen. Weil der Abstand zwischen den bleiben 18 Sekunden, die bleiben fast gleich, baut sich ein bisschen aus sogar. Aber Kruse wird da jetzt ein Problem kriegen. Mit den Reifen. Und auch mit den anderen Leuten, die jetzt von hinten kommen. Oh! Leichter Auffahrunfall. Ja, jetzt sieht man den Pace-Unterschied von den Reifen. Eigentlich müssen wir hier zugucken. Wow! So, Skippy setzt innen an. Oh, Seebär will direkt mit eigentlich. Boah, der schafft das sogar. Der kommt sogar direkt mit. Da hat Kruse 2 Positionen in einer Kurve verloren. Das ist natürlich semi-gut. Und jetzt sind es nur noch 7 Sekunden zu Rebell. Und noch knapp, ja, 4 Minuten, 4, 3,5 Minuten noch. Das könnte er schaffen, wenn die Reifen nicht komplett einbrechen. Er ist schon bei 49er Zeiten und der Zweikampf jetzt gerade wird auch nicht geholfen haben. Als 49,3 zu, was fährt Rebell? Konstante 47er. Jetzt auch wieder. 48,0. Okay, hat's versaut. Aber der Kampf zwischen Skippy und Seebär ist noch nicht vorbei. Also, Hiasel natürlich vorne weg. Den wird keiner aufhalten. Aber Seebär, der könnte vielleicht dann noch einen Angriff setzen zu Skippy. Nach hinten droht erstmal keine Gefahr. Da Kruse die Zeit nicht mitgehen kann und Rebell noch weit weg ist. Hayes und Rouge auf P8 und 9. Auch noch nah beisammen. Jetzt gehen wir gleich in die letzten 2 Minuten. Das sind natürlich dann noch knapp 3 Runden bei der Strecke.
Ja, sie fährt jetzt die 30. Runde auf dieser kurzen Strecke. Ich glaube, ungefähr so viele Runden werden wir auch später im Hauptrennen haben. 30 ungefähr. Dafür haben wir eine Stunde. Aber halt mit einem komplett anderen Layout. Also nicht komplett, aber es geht halt noch ein gutes Stück länger. So, der einzige Kampf, der mich jetzt eigentlich interessiert, ist Skippy und Seebär. Rose wird das gegen Rebell noch nach Hause fahren. Und Hersel. Ja, wir haben noch eine Minute. Ich wollte gerade sagen, wir hatten die letzte Runde, aber der wird nochmal rumkommen. Aber ich glaube, auch Skippy kann das jetzt verwalten und zu Ende fahren. Wenn er keinen Schnitzer einbaut. Kruse da noch P4. Strategie hat sich, ja, ist nicht ausgegangen, dass er auf B4 dann wieder rauskommt. Dark Gamer ist auch noch mal ein gutes Rennen gefahren dafür, dass er da am Anfang einen kleinen Abflug hingelegt hatte. Ist auch noch mal gut zurückgekommen auf P7. Also die Pace ist da. So, Hersel ist in die letzte Runde reingefahren. Die fahren auch noch. Kruse wird abgewunken. P4. P4 für Kruse, Rebell auf P5. Kennst du mich und Dark Gamer? Das ist noch eng geworden. Aber ich glaube nicht wirklich gefährlich. Haze und Rouge und Snooze auf P10. Weiß ich nicht, was da los war. Da war auch ein Fehler drin. Der war auf einmal hinten. Und Hiase gewinnt das Sprintrennen im Brands Hatch. Skippy auf P2 und Seebär auf P3. Mein Glückwunsch ans Podium und dann auch ans restliche Fahrerfeld natürlich. So, wir fangen ja um genau 21 Uhr, würde ich sagen. Einundzwanzig Uhr Start. Schreibt man das so? Nee, ne, das ist auch falsch. Snus wird mich jetzt kritisieren, ey. Wie komme ich denn da? So komme ich hin. 21 Uhr. Ja, ich weiß, Uhr schreibt man groß, aber das ist mir jetzt egal. So, ich speichere. Alter, was ist denn? Das hier ist übrigens auch neu. Ich habe noch nicht gelernt, es zu bedienen, aber es spielt in diesem Rennen auch keine Rolle. Das Problem ist, man sieht das halt nur in dieser Ansicht. Die Frage, wenn wir tatsächlich mal ein Rennen haben, wo es regnet, muss ich dann in dieses Menü rein, um dann damit was anzufangen? Ja, Captain Ruffy, ja, ist riskiert, ne? Aber es ist sich ja nochmal auf P4 ausgegangen. Da war noch ein bisschen Platz zu Rebell. So, wir haben einen verloren. Wen haben wir denn jetzt verloren? Kennst du mich schon mal verloren? Ich hoffe, der kommt nochmal wieder. Ich hoffe für ihn, er kommt nochmal wieder. So, ich werde jetzt mal Standaufstellung raussuchen. Mach nicht zu lange Pause. Ach, du hast mir sogar geschrieben, dass du. Warum hast du noch was vor? Kruse. Wie darf ich das verstehen?
Mach nicht so lange Pause. Ich wechsle jetzt auf GT 3. Ja, das Ding ist, ich muss den Leuten immer ein bisschen Zeit geben, dass sie ihre Wiederholung speichern und alles. Sonst haben wir da Theater. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich euch auch, dass ihr euch da mal einfahren wollt. Es ist immer so ein Zwiespalt, den ich versuche, irgendwie fair zu gestalten. Ja, heute Abend noch was vorher. Aber mit 21 Uhr Rennstart sind wir ja eigentlich echt gut in der Zeit. Sonst fangen wir immer kurz nach 9 an. Jetzt haben wir immer so 21:05 Uhr, 21:10 Uhr, aber jetzt sind wir schon bei 21 Uhr. Also sind wir eigentlich ganz gut in der Zeit. So, ich hoffe, wir kriegen den Kennst du mich nochmal wieder. Ich habe keine Information, warum der jetzt weg ist. Aber Hayes ist wieder da. Perfekt. So, dann warten wir eigentlich nur noch auf Rebell. Aber ich kann ja schon mal. Ich kann ja schon mal anfangen. So, ich hoffe, dass das, was du mir geschickt hast, auch stimmt. Aber das wird schon stimmen. Da gehe ich mal stark von aus. Morpheus auf die 1. Acker fährt nicht mit, dann kommt Haze. Dann kommt Schnürs. Dann kommt Rouge. Rebell, der nicht da ist. Okay, dann müssen wir ab hier auf. Aber ich kann ja danach schon mal. Ken kommt. Danach. Hä, wo ist Ken hin? Hat der Ken auch nicht mitgenommen? Hey, Surprises bei. Ja, habe ich gelesen. Kennst du mich? Ist heute gar nicht mitgefahren, oder? Hallo Cody! Aber jetzt mal for real, Leute, ne? Kennst du mich? War der dabei? Wir waren doch nur 10 Leute. Der Rebell ist da. Aber kennst du mich, lese ich heute? Der kommt nach Rouge. Captain Ruffy. Skibby. So ein Dark Gamer müsste eigentlich zum Schluss starten. So müsste das eigentlich. Warum steht Ken in der. Also Ken scheint angemeldet zu sein, aber warum ist er nicht da? Das fällt mir jetzt erst auf. Jetzt, wo ich die Startaufstellung gemacht habe. So, Seebär, Haze. Ich kontrolliere das nochmal. Snooze und Rouge. Rebell, Kruse. Skippy, Hiasel und dann kommt Dark Gamer zum Schluss.
können wir uns auch mal die GT3 Action hier geben. Oh, da steht schon einer quer. Dann stehst du quer, siehst du mehr. Frag Charles Leclerc. So. Setzen wir uns einfach mal hier rein. Zu Hiasel. Der zeigt uns nämlich jetzt mal, wo es jetzt hier lang geht. Jetzt biegen wir nämlich nicht rechts ab. Jetzt fahren wir nämlich hier einen schönen Bogen. Und ich liebe eigentlich diesen Teil. Also ich mag die Strecke generell. Und gerade dieses Fahren auf der Rasierklinge. Wenn du hier... Oh, Snooze! Wenn du hier dir einen kleinen Fehler erlaubst, bist du halt weg. Das hat Nordschleife-Vibes. Da ist Ken. Ist beigetreten. War, kennst du mich? Ich kann das nicht hochscrollen, ne? Jetzt bin ich echt verwirrt. Wirklich, Leute. Das muss ich mir echt später angucken, ob kennst du mich, das Sprintrennen mitgefahren ist. Ohne Scheiß. Das kann ich euch jetzt nicht mehr sagen. So, wir haben 21 Uhr. Das müsste passen. Moment. Angaben sind natürlich immer ohne Gewähr. Strat. Also schreiben muss man können. Start. Herrgott. Mach natürlich fliegenden Start. So, ich hoffe, alles passt, alles funktioniert, keiner hat einen Bug oder sonst irgendwas. Seebär auf 1, Haze, Snooze. Viele starten das Rennen hier sogar in der Kurve drin. Obwohl, das geht sich noch auf die Gerade hier aus. So, eine Stunde Rennen, let's go. Jetzt wird es natürlich interessant zu sehen, wie schnell kommen die hinteren Fahrer, die natürlich in der WM vorne platziert sind, jetzt nach vorne. So, da gibt es schon den ersten, da gibt es schon den ersten Angriff. Kennst du mich an Rebell vorbei? Und hier hinten könnte es jetzt spannend werden. Kruse geht auch, aua, da gab es einen Titscher. Uiuiui, da gab es, und Gamer macht auch einen Abgang. Déjà-vu. Der ist nämlich vorhin in derselben Kurve stehen und hat sich weggelegt. Der hat gerade echt ein Déjà-vu gehabt. Dann Brands auf dem Hedge. Ja, das wird wild hier. Skippy. Oi, oi. Leute. Wir müssen noch ein bisschen die Orientierung hier behalten. Seebär noch auf der 1. Haze dann 2, Snooze auf P3, Rouge auf 4, kennst du mich auf 5, Rebell auf 6, Hiasel, Skippy, Kruse im Dreierpack. Hiasel hat sich da schon vorgekämpft, der ist als letzter, ja, ist als 9. gestartet. Dark Gamer war ja letzter. Aber hat sich schon an Kruse und Skippy vorbeigekämpft. So, und hier vorne ist soweit noch alles in Ordnung. Aber auch kennst du mich hier? Selbe Kurve, wie er es vorhin gegen Rebell gemacht hat, aber hier kommt er nicht durch.
Aber starke Anfangsphase von Rebell, von Ken. Der macht gut Plätze gut. Jetzt auch hier vorbei an Rouge vielleicht. Ja, ist vorbei. So, wir müssen mal gucken. Seewer fährt die weichen Reifen. Auch Haze fährt die weichen Reifen. Snooze fährt die Mediums. Kennst du mich, fährt die weichen. Rouge fährt Medium. Rebell fährt die Mediums. Yasel fährt die Mediums. Die fahren alle Mediums. Ne, Kruse fährt weich. Und Dark Gamer fährt Medium. Also für Kruse wäre eigentlich wichtig, da irgendwie vorbeizukommen, um den weichen Reifen da den Vorteil rauszukriegen. Eigentlich müsste er damit schneller fahren können. Aber überholen ist auf dieser Strecke auch nicht einfach. So, Seber setzt erstmal die schnellste Rennrunde. Ich glaube, auf kurz oder lang wird die sich aber Piazzi holen. Das wird erst am Ende entschieden, wer die schnellste Runde hat. Da gibt es jetzt viele Fahrer, die auf dem Mediums S sind, die das Potenzial da haben. Oh, da kommt Rouge weit raus. Ein Fehler von Rouge ist teuer, denn jetzt ist Hiasel vorbei, Rebell ist vorbei, Skippy. Der schafft das vielleicht sogar auch noch vorbei. Das wird jetzt teamintern geklärt. Oh, Rouge. Na, zeigt sich mal kurz, aber... Ja, kommt da wieder weit raus. Ei. Jetzt ist Skippy nebenan und vorbei. Noch Kruse will der jetzt vorbei. Also das war ein teurer Fehler, den er da hatte. Jetzt ist er nämlich Neunter. Durch den kleinen Schnitzer da... am Anfang der Runde. So, Seber macht das erstmal ganz kontrolliert, fährt vorne gute Zeiten. Haze hängt sich ran, aber kennst du mich, hat sich schon sehr gut nach vorne gekämpft, hängt schon bei Snooze vorne und geht da auch wieder in derselben Kurve vorbei. Kurve eignet sich sehr gut zum Überholen, da die direkt nach der langen Geraden kommt. So, und dann haben wir hier ein richtiges Knäuel. Hinter Rebell ordnen sie sich alle auf. Hiasel, der natürlich den Drang nach vorne hat. Also ich glaube, alles andere als P1 ist für ihn so... Ja, war scheiße. War ein blödes Rennen. So kann ich mir das vorstellen. Aber hier ist es halt nicht einfach zu überholen. Die Strecke ist sehr schmal. Hast jetzt keine Auslaufzone. So, kennst du mich? Greift nach vorne an und Hiasel jetzt vorbei an Rebell. Hiasel schon auf P4 von hinten gestartet und hat quasi großen Jungs schon überholt, die mit ihm hinten gestartet sind. Aber Kruse kann auch die weichen Reifen nicht so wirklich nutzen. Der hängt da jetzt im Verkehr fest und kommt da nicht vorbei. Und die sind alle mit den Mediums unterwegs. Gibt hier es mit den Mediums? Die sind alle mit den Mediums unterwegs hier.
Der kann sich den Vorteil jetzt nicht rausfahren. Später, wenn die anderen Jungs auf den Weichen sind und er auf den Mediums. Ja, dann hat er quasi die stumpfen Waffen. Aber Skippy macht das auch sehr geschickt. Lässt ihn da keinen Platz zum Ansetzen, da irgendwie einen Angriff zu machen. So, wo ist Snooze hin? Was ist mit Snooze passiert? War der in der Box? Das könnte fast sein, dass der in der Box war, aber warum? Das ist schon wieder was ich nicht mitbekommen habe. Oh, Rebell, leichter Fehler bei Rebell, das nutzt Skippy direkt aus und Kruse steckt direkt mit rein. Direkt zwei Positionen verloren. Und das ist das hier auf dieser Strecke, das ist so schnell passiert. Und es kann dich so teuer treffen. Wenn du dann noch die Kontrolle verlierst und die Wand einschlägst, dann hast du komplett verloren. Jetzt außenrum Kruse, geht sich das aus? Ja, es geht sich aus. Hat er gut gemacht. So, hier vorne wird gerade Positions getauscht. Kennst du mich jetzt vorbei an Haze? Haze mit den Mustern. Dann bin ich mal gespannt, wo er am Ende des Rennens ist. Der Reifenverschleiß spricht nicht für ihn und ich glaube, der Spritverbrauch wird auch kein guter sein. Die Autos alle gleich schnell. Ja, wir haben natürlich die BOP an. Von daher ist das ein bisschen, ja, zusammengerückt, sagen wir mal. Aber klar, die Autos haben unterschiedliche Performance und ja. Je nach Streckentyp, je nach Strecke, hast du natürlich in den jeweiligen Autos halt auch immer Vor- oder Nachteile. Zum Beispiel die Supra hier, ziemlich starkes Auto auf der Geraden, beim Beschleunigen. Und hast aber auch auf der anderen Seite Autos, die gut in den Kurven sind, stark auf der Bremse sind und ja. Also die Autos sind nicht zu 100% gleich. Ist dann auch wieder je nach Fahrstil, je nach... Ne, jeder kommt anders mit einem Auto klar. Andere sagen, boah, ich finde Porsche mega geil, kann ich super mitfahren. Andere können damit gar nicht umgehen, das kommt dann auf den Fahrstil drauf an. Ne, wir fahren ohne Setups. Das ist Standard. Das Einzige, was wir tatsächlich aus der Reihe noch aktiviert haben, ist, dass die Jungs die Bremsballons noch einstellen können. Das hat aber jetzt weniger mit Setup zu tun, sondern einfach nur eine zusätzliche Einstellung, die sie noch treffen können. Das kann auch noch mal viel verändern, was
ja, Fahrzeugbalance angeht, beim Bremsen, auch beim Reifenverschleiß kann das viel helfen, den ein bisschen besser zu verteilen. So, Yasuo ist schon auf P4. Der hat eine Mission, der ist. Der will nur auf die 1. Hast auch mal überlegt, GT7 zu zocken? Ja. Kannst gerne mal mit reinkommen, wir haben Platz. So ist es nicht, also. Der Platz ist da. Wenn du da Bock drauf hast, dann gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob Stammplätze frei sind, tatsächlich. Aber selbst wenn, es melden sich eigentlich nie alle Stammfahrer zu einem Rennen an. Und von daher, wenn du dich frühzeitig als Ersatzfahrer anmeldest, dann wird sich da auf jeden Fall Platz finden. Komplett unterfahren. Ja, dafür gibt es ja dann die B-Serie. Oder du kannst samstags in der C-Serie fahren. Wobei ja, was heißt C-Serie? Es ist ja mehr so eine Jungs, die sich samstags treffen, weil sie freitags keine Zeit haben zum Zocken. So ungefähr ist das. Das ist keine richtige C-Serie. Es ist ein. Ist das schwerer als F1? Ja, das ist natürlich jetzt. Kommt halt darauf an, wie gut kommst du mit F1 klar. Also ich habe ja auch beides durchlebt. Ne? Ich habe ja auch mit F1 angefangen und dann später den Umschwung zu GT gemacht. Ich weiß, es ist in der B-Serie. Was heißt schwerer? Ich kann dir das gar nicht so richtig beantworten. Das ist so eine Typfrage. Für mich war der Umschwung eigentlich nicht so schwer. Ja klar, du kannst das Handling nicht mit einem Formel 1 Auto hier vergleichen. Also da habe ich auch lernen müssen. Viele Strecken, die du aus dem F1-Kalender kennst und die fährst du dann hier auf einmal mit dem GT-Auto, das ist ein Unterschied. Ja, da musst du dich neu gewöhnen. Deswegen kam es für mich auch nie in Frage, beides zu fahren. Für mich war immer die Entscheidung entweder F1 oder GT. Weil wenn du beides fährst, dann. Boah, das ist. Eine üble Mische. Aber viele können das. Es gibt ja auch hier viele Fahrer, die hier dabei sind, die auch beides fahren. So, Ken hat sich langsam vorgearbeitet auf die zu Seebär. Wir werden noch bald die ersten Stops erwarten. Ich glaube, von Haze erwarte ich ihn jetzt schon. Ja, da kommt er auch schon in die Box. Bei Kruse wird das auch nicht mehr lang dauern. Haze hat einen sehr guten Reifenverschleiß. Der fährt aber auch mit den Mediums, muss man jetzt wieder sagen. Der erste Fahrer jetzt mit den Mediums. Ja, das ist das. Kommt darauf an, was du gewohnt bist, ne? Ist egal, womit du anfängst. Ich glaube, der Umschwung generell ist erstmal schwer, ne? Egal, ob du von F1 zu GT wechselst oder umgekehrt. Mit den besseren Reifen jetzt direkt hinter Skippy.
Aber wie gesagt, einfach zu überholen ist es nicht. Mit 200 km/h die Kurve fahren. Ja. Mit dem F1 Auto kein Problem. So, Kruse in der Box. Oh, da wird hier. Uiuiui, das wird eng. Ja. Da war eine Berührung da. Das ist halt auch wieder ein Unterschied zu F1. Ist halt auch mehr ein Kontaktsport, ne? F1 vermeidest du ja in jeder Hinsicht einen Kontakt. Weil du halt auch offene Räder hast und so, ist halt immer kacke. Aber hier ist halt so ein kleines Banging, so ein kleines Titschen. Gehört eigentlich schon zur Tagesordnung. Klar, muss natürlich auch immer in einem kleinen Rahmen bleiben. So, die drei Jungs werden uns das jetzt vormachen, wie hier Kontaktsport aussieht. Habe ich das Gefühl. So, Kruse aber jetzt mit den frischen Reifen. Der kann natürlich jetzt vorne wegfahren. So, Dark Gamer hat. Oh, ist nur auf dem Gras. Das. Ui. Der kommt da nicht vorbei. So, Cam ist an Seber schon dran. Damit sind wir auch nur noch 9 Fahrer. Also, wie gesagt, Platz ist da. Und als Ersatzfahrer kannst du dich hier sehr gerne mal mit anmelden. Wobei ich nicht weiß, ob die A-Serie wirklich was. Ob das gut für den Einstieg ist, wenn du sagst, du bist komplett unerfahren, da würde ich vielleicht mit der B-Serie erstmal anfangen. Oder wenn du Samstagszeit hast, dann in der Samstagsserie. Ich glaube, dann ist die A-Serie doch ein bisschen hochgegriffen. So, Snooze, sehen wir jetzt hier noch was? Jetzt überhol mal! Müssen wir Action sehen. Ah, jetzt setzt er sich schon daneben. Oh, das ist eine blöde Kurve zum Überholen hier. Aber er kommt da nicht. Kommt da nicht entscheidend genug daneben. Oh, Dark Gamer wahrscheinlich mit dem Disconnect, wenn er jetzt wieder reinkommt. Ist natürlich ganz mies. Ja gut, mitfahren wird er jetzt nicht mehr können. So, Hiasel ist in der Box. Und der kommt raus. Ja, direkt hinter Snooze. Achso, du bist samstags in F1 drin. Ja, okay, dann bleibt halt nur die Freitagsserie offen. Dann ist es natürlich klar. So, kennst du mich, hat inzwischen die Führung übernommen, gibt sie aber jetzt auch wieder ab, denn er ist in ihr Box gefahren. Sebe übernimmt sie wieder, Kruse kommt wahrscheinlich auch vorbei. Ja, kennst du mich, tankt noch ein bisschen nach. Der tankt noch ein gutes Stück nach, der tankt voll. Okay, der hat eine Mission. Medium-Reifen. Bin ich jetzt mal gespannt.
Er kommt auch hinter der Kopie raus. Boah, hier also der Wilder vorbei. Der hat auch deutlich bessere Reifen. Boah, er sticht. Nee. Boah, die Kurve bietet sich nicht an zu überholen. Das hätte ich jetzt. Da hätte ich jetzt nicht reingezogen. Aber du merkst schon, wie viel mehr Leistung er auf die Strecke geben kann. Wie viel mehr Grip er am Kurvenausgang hat oder in den Kurven hat. Ja, und jetzt geht er einfach außenrum an zum Sobel. Der hat ihn einfach stehen gelassen. Ja, vielleicht bist du ja nächstes Mal dabei. Würde mich freuen. Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes fahren. Das ist jetzt eine gute Frage. Welche Strecke wird in 14 Tagen dann fahren? So, Hiasel wird wahrscheinlich auch direkt am Skippy vorbei wollen. Skippy deckt innen ab. Oh. Wisst ihr, das meinte ich mit Kontaktsport. Das wäre in F1 jetzt anders ausgegangen. Oh, jetzt positioniert er sich wieder innen. Ah, jetzt hat er. Oh, ja, gut, jetzt hat Skippy auch die Tür aufgelassen. Naja, die Strecke ist unverzeihlich. Verzeiht nix. Das ist wie so eine kleine Nordschleife. Keine Auslaufzonen, nur das Gras links, rechts und dann, ja, kleiner Fehler, der stark bestraft werden kann. Ja, bei der F1 hätte man sich da eingehakt. So, ich stelle die offenen Räder. Und, ja, das ist. Hier kannst du schon mal mehr in den Kontakt reingehen. Klar, man muss natürlich immer. Das darf nicht ausarten, ne? Das ist jetzt. Das muss in dem Rahmen bleiben. Wir fahren hier mit schwerem Schaden. Und, das heißt, du musst. Wenn du, einen Schaden hast, den musst du in der Box reparieren lassen. So, Seber fährt ein echt gutes Rennen, muss man sagen. Der ist vorne gestartet und kann das auch echt gut halten. Kruse jetzt mit der schnellsten Rennrunde holt er natürlich auf. Und hier hast du es, ja, knapp 9 Sekunden dahinter. Ja, Dark Gamer. Miese Sache, Disconnect. Er tut mir echt leid. Ja, aber Quali war echt gut von dir. Wir waren am Rätseln, welcher Serie du fährst. Ob du in der B-Serie oder in der C-Serie fährst. Da habe ich noch so gesagt, so jetzt zeigt euch der C-Serienfahrer mal, was hier los ist. So P2.
die kommenden Duelle sind eigentlich Kruse, der jetzt aufsteht auf Seebär. Und Hayes, der ja noch eine Schlagdistanz zu Ken ist. Ken hat aber eigentlich die besseren Reifen, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube nicht, dass Hayes da jetzt rankommt. Aber kann man mal im Auge behalten. Skippy mit jetzt frischen Reifen. Jetzt hinter Snooze. Das dreht sich, hat sich das Spiel quasi umgedreht. Ich stream alleine, ja. Es hat sich jetzt bisher noch keiner irgendwie als Co-Kommentation angeboten, herausgestellt irgendwie. Ich habe aber auch nicht nachgerufen, also mir macht das auch jetzt nichts aus, allein zu kommentieren. Ich weiß nicht, wenn man zu zweit kommentiert, dann muss man immer, das muss irgendwo harmonieren. Und ja. Ich weiß nicht, da hat sich bisher noch nicht so richtige für angeboten. Oh, Snooze, nein! Oh. Au, und jetzt noch ein Heckschaden dazu geholt. Ei, ei, Snoozy. Ja, ich glaube, das war's jetzt mit dem Rennen. Da kann er jetzt abschenken. Kommt nicht so schnell an Säbel ran, wie ich das jetzt am Anfang gedacht hätte tatsächlich, aber Kruse, seine Reifen, der nimmt dich schon gut her. Da ist knapp die Hälfte rum vom Rennen. Von Hersel hätte ich tatsächlich schon erwartet, dass er da mehr aufholt. Ist immer noch 9 Sekunden von Kruse entfernt. So, Busch kommt jetzt aus der Box raus. Ja, Snooze natürlich muss den Schaden reparieren. Eigentlich auch ein gebrauchter Tag. Kruse in der Box. Gerade habe ich noch den Reifenverschleiß angesprochen. Natürlich jetzt so langsam der strategische Plan, was man macht. Ist das jetzt der letzte? Ja, ne, der wird auf jeden Fall nochmal stoppen. Der Sprit wird nicht reichen. Der wird nochmal Soft holen. Wobei, ich glaube, der muss sogar noch mal Medium fahren. Ich glaube, der ist bisher nur Soft gefahren. Glaube ich. So, damit hat Seebär natürlich wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen. So, es gibt hier langsam an Hayes dran. Auch da müsste Skippy eigentlich die besseren Karten haben. Mit den besseren Reifen ist er im Moment unterwegs. Ja, er kommt auch viel besser durch die Kurve hier. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt auch wieder am Auto liegt. Also wie gesagt, ich bin nicht so ganz überzeugt von dem Muster.
Und boah, man sieht, wie viel Commitment er hat hier. Boah, das ist aus. Nee. Nee, jetzt ist es nicht ausgegangen. Aber das wird nicht lange dauern. Vorbei. So, ansonsten haben wir aber jetzt eigentlich ein. Ui. Gleicher Quersteher. Relativ. Ja, auseinandergezogenes Feld. Sind ja auch leider nicht allzu viele Fahrer. Sind ja jetzt nur noch 9 Fahrer. Und auf so einer großen Strecke, da zieht sich das halt auch relativ schnell mal auseinander. Und daher haben wir Seber im Moment auf P1 knapp 8,3 Sekunden vor Hiasel. Ja, beide ungefähr auf derselben Strategie unterwegs. Kann man ganz gut erkennen am Reifenverschleiß, am Spritverbrauch. Kruse dann schon mit einem frischen Reifen unterwegs. Der wird aber auch nochmal stoppen müssen. Die Frage ist, die werden auch nur noch einmal stoppen. Da gehe ich mal von aus. So, kennst du mich? Der fährt schon eine ganze Weile mit den Mediums. Kann mich erinnern, dass der vollgetankt hatte. Vielleicht fährt der so durch. Müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob sich das am Ende ausgeht. Dann kommt Skippy, der muss auch nochmal stoppen. Haze, der muss sogar ziemlich bald mal stoppen. Mit dem Reifen kommt er nicht mehr allzu weit. Rouge muss auch nochmal tanken und Rebell. Erstes Level, wie kennst du mich? Wobei Rebell sogar auf den weichen Reifen unterwegs ist, aber der kann auch gut Reifen schonen. Ja, und Snooze, der wird wahrscheinlich auch nochmal stoppen. Na, hat schon deutlich weniger Sprit mit. Und wie Hasel wird es jetzt langsam Zeit zu stoppen. Auch für Seebär. Also die Spitzenkandidaten erwarte ich jetzt eigentlich in den nächsten Runden. Und da wird Kruse erstmal die Führung übernehmen. Und da bin ich mal gespannt, ob Seebär das hier noch halten kann oder ob Hasel da noch dran kommt. Die fahren. Ja, Seebär fährt konstante 24er Zeiten. Oh, Seebär, tu's nicht. Boah. Habt ihr den Slide gesehen? Das hat Zeit gekostet. Ich glaube, da flattern gerade die Nerven. Boah. Der war so kurz davor, das Auto zu verlieren. Um alles wegzuschmeißen, was er sich in den letzten halben Stunden aufgebaut hat. So kurz davor. So, Hiasel hat sich aber auch eine halbe Sekunde eingefangen, aber ich glaube, das war nicht. Ah, der hat aber einen guten Schnitzer drin gehabt. Das ist die erste 24er-Zeit bei ihm. Seit langem. Also, er muss da schon einen Fehler gehabt haben. Oh, Kruse war aber gerade woanders unterwegs, oder? Das sah auch gerade komisch aus.
Ja, der Druck macht natürlich nervös. Das ist schon klar. Aber muss irgendwie konzentriert bleiben. Fährt er jetzt? Er fährt noch eine Runde weiter. Also jetzt müssen sie langsam kommen. Schon allein wegen dem Sprit müssen sie kommen. Aber die Reifen sind halt auch nicht mal so geil. Was? GP macht das schon gut, gut auf Ken. Hat da jetzt schon aufgeholt. Ist da jetzt schon unter 2 Sekunden dran. So, wird der jetzt stoppen? Ja. Seewer kommt rein. Zum vielleicht letzten Stop. Hiasl kommt auch rein. Und damit wird gleich Kruse die Führung übernehmen. Ja, 24 Sekunden. Ich glaube, das wird reichen. Der Seewer muss lange tanken. Könnte sein, dass sich das so ausgeht. Wo ist Seebär? Oh, der kommt knapp vor Kruse raus. Ganz knapp ist sich das nicht ausgegangen. Und auch Hiasl kommt aus der Box und ist auf P5. Ist noch hinter Skippy gefallen. Also Seebär konnte knapp die Führung behalten. Ja, so, ja, dann werden die zwei durchfahren. Davon gehe ich jetzt mal stark aus. Noch 20 Minuten, ja, knapp 19 Minuten. Ja, und hier muss da jetzt vorbei. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Wenn er doch irgendwie an Seber ran will. Das ist natürlich. Boah. Beide parallel gestoppt auf 1 und 2. Und Seewer kommt auf 1 raus und Hiasl auf 5. Der hat aber auch einen guten Schluck mehr getankt als Seewer. Und das macht dann auch nochmal viel aus. Wenn er nicht so viel getankt hätte, wäre er vor Skippy noch gelandet und vielleicht sogar noch vor Ken. Das sind dann immer so die Sicherheitsrunde, die man gerne mal mittankt. So, Kruse jetzt auch in der Box. Auch das letzte Mal heute. Und Hiasl, ja, Skippy macht es nämlich nicht einfach, da jetzt vorbeizukommen. Oh, Skippy. Das war auch Skippy. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt ein Kontakt war oder nicht, aber das war auf jeden Fall wieder auf der Rasierklinge, ey. Aber es gibt die Reifen, das sieht alles nicht mehr so gut aus. War da ein leichter Kontakt oder warum ist das so in Rauch aufgegangen gerade? Aber beide haben keinen Schaden davon getragen. Also. Und auf kurzer Lang war hier also sowieso. Irgendwann ging er vorbei. Das konnte Skippy zwar rauszögern, aber aufhalten konnte das jetzt nicht.
Denn auch Skippy wird nochmal stoppen müssen. Auf jeden Fall. Ja, und Ken, dem traue ich tatsächlich zu, jetzt durchzufahren. Und damit ist er auf P2 liegend ja schon mal gut dabei. Ja, er wird Hiasel. Ach, das wird er nicht halten können. Aber wenn er Skippy noch aufhalten kann, zumindest so lange, bis er selber stoppt. Vielleicht kann er dann noch vor Skippy bleiben. Kruse. Vielleicht holt er noch die Zeit auf. Das ist aber auch eine Menge. Das sind 17 Sekunden. Aber wir haben auch noch knapp 17 Minuten. Oh, Jasse deutlich schneller. Oh je, der drückt den durch die Kurven hier. Ja, das. Alter, das ist hier moving under braking, ist das? Oder? Ja, das ist schon hart ausgefahren hier. Man merkt auf jeden Fall, Jasse sucht hier jede Lücke. Aber Ken gibt ihm keine Lücke. Ken verteidigt das bis aufs alles. Und Skippy, der profitiert da jetzt fast noch von. Der kommt da fast wieder vorbei an Hiasel. Also Ken hält hier richtig Hiasel auf. Der lässt den hier nicht vorbei. Ich meine, für ihn ist es ein Positionskampf, wenn er auch nicht mehr stoppt. Dann sind die beiden hier, klar, da kämpfen die hier um P2. Aber ich glaube, jetzt, gleich da rein, die berühren sich hier wieder. Und jetzt ist Skippy vorbei und ich glaube, jetzt hat hier also ein bisschen die Schnauze voll. Also der Rempler kurz vorm Anbremsen. Ich weiß nicht, von wem der kam. Oh, mal ganz ein Stück trinken hier. Euer erneut kleiner Stupser und jetzt ist Skippy in die Box abgebogen. Im letzten Moment hat Skippy die Box aufgesucht. Ich glaube, für Jasel ist das gut. Hat er sich nämlich ein weniger, um den er sich da kümmern muss. Natürlich ist das schwer. Aber die Strecke gibt halt auch nicht sehr viel her. Gerade in diesem Waldstück, wo wir jetzt reinkommen, da ist gerade mal Platz für zwei Autos nebeneinander. Können das ja jetzt hier mal sehen. Also ein drittes Auto passt hier wahrscheinlich nicht daneben. Und deswegen müssen die so nah nebeneinander fahren. Oh Gott. Oh, jetzt. Ja, boostet er den mal durch die Kurve. Also Ken macht das hier. Ja, hart. Aber Jasel will halt auch hart vorbei. So, das. Aber das ist dem einzigen, den das hier richtig hilft, ist Seebär. Der fährt vorne komplett frei weg. Und jetzt ist er durch. Jetzt hat Jasel es geschafft. Ja, das ist die Mini-Nordschleife, sag ich auch. Es hat Nordschleife-Vibes. Und Seebär hat das richtig geholfen. Das war vielleicht der Rennsieg für Seebär. Die Zeit, die Hiasel da verloren hat, an dem Kampf mit Ken. Das war vielleicht der Sieg.
Weil das hat Reifen gekostet, das hat Nerven gekostet, aber es hat vor allem hat Zeit gekostet. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Abstand hier sich verhält. Im Moment sind 16,433. Das können wir uns ja mal merken. Aber man merkt, jetzt sieht man auch richtig, wie er ihn aufgehalten hat. Guck mal, wie weit er schon weg ist. Das sind jetzt schon fast 4 Sekunden. Das ist die Kombination aus sich breit machen und der Kampflinie sich den Willen haben, keinen vorbeizulassen. Aber aus meiner Sicht war es jetzt auch nichts Unfaires, zumindest was ich jetzt so gesehen habe. Also es war hart, aber ich hätte jetzt nicht gesagt, da war jetzt eine unfaire Aktion dabei. Jetzt sind es schon 15,7, also er holt schon auf. Die Frage ist, reicht das? Er hat jetzt knapp 10 Minuten noch und das hilft jetzt nicht. Oje. Aber das sind Fehler, die sind so schnell passiert. Das sehen wir vorhin auch passiert. Aber dadurch ist der Abschnitt, jetzt sind es schon 17,4. Das hat jetzt über eine Sekunde gekostet. Fast sogar 2 Sekunden. Ja, 2 Sekunden hat es ihn gekostet. Oh, Ken sogar nochmal in die Box. Der fährt nicht durch. Aber der tankt nicht auf. Der holt sich nur nochmal frische Reifen. Der hat den Abstand zu Skippy. Cruiser hat er durchgelassen. Aber den will er sich wiederholen. Also Kruse wird er sich auf jeden Fall wiederholen. Mit den frischeren Reifen. Ja, kann ich verstehen, dass er lieber mit frischen Weichen jetzt zu Ende fährt, als wie mit den Mediums. Und so viel Track Position hat er jetzt nicht verloren, außer Kruse, aber ich glaube, das wird er sich wiederholen. Ja, und ich glaube, wenn Seber das so heimbringt, keinen Fehler macht, dann kann es der Rennsieg werden. Oh, hier sind die Box. Okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Geht auf schnellste Runde, oder wie? Ich glaube, was gerade passiert ist, Hiasel hat eingesehen, er wird Seber nicht mehr kriegen und setzt jetzt einfach auf schnellste Rennrunde. Hat gesehen, nach hinten hat er Platz genug, Kruse war noch weit genug weg. Und ich glaube, der geht jetzt auf die schnellste Rennrunde. So kann ich mir das jetzt vorstellen. Weil er gesehen hat, zu Seber holt er nicht groß auf. Oder nicht genug auf. Jetzt bin ich mal gespannt, was er für Zeit mit sich fährt. Weil aktuell hat Kruse die schnellste Rennrunde.
würde Seebär natürlich jetzt auch noch einen Freestop geben. Also wenn Seebär das... Er muss es natürlich jetzt eigentlich direkt nutzen, wenn er es nutzen will, um sich auch nochmal frische Reifen zu holen. Oder er sagt, ja gut, die 7 Minuten, die 6,5 Minuten. Ich meine, die wird er mit dem Reifen locker zu Ende schaffen, das ist jetzt nicht das Problem. Aber vielleicht wäre er ja nochmal... Vielleicht wäre er ja auch noch rangekommen an die schnellste Rennrunde. So, und da ist der erste Purple Sektor von Hiase. Also das. Den Zusatzpunkt, den nimmt er sich mit. Na? Also ein bisschen langsamer. Aber gut, ich glaube, die Zeit holt er jetzt in den Kurven auf. Also hier in dem Teil wird er sich die Zeit gut machen. Und da ist er auch persönlich jetzt schneller. Und das wird wahrscheinlich... Es wird nicht die aller... Beste Zeit. Da fehlen noch 2 Zehntel. 1:23,1 ist hier also gefahren. Das reicht noch nicht für die schnellste Rennrunde. Aber hier ist er wieder in Verbesserungs. Also er arbeitet dran. Inzwischen hat, kennst du mich, sogar ein bisschen Lücke geschlossen zu Kruse. Der war ja tatsächlich nur mal in der Box. Und muss eigentlich an Kruse vorbei, wenn er seinen ursprünglichen Platz wieder haben will. Aber wir haben es jetzt schon heute öfters gesehen, es ist nicht so einfach hier zu überholen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was der jetzt hier für eine Zeit fährt. Ne. Try again. Aber auch kennst du mich, läuft jetzt ein bisschen die Zeit weg. 3,5 Minuten. Ich meine, das sind ein paar Runden. Na, obwohl, na, so viel sind es gar nicht. Ja, 25er Zeiten, sagen wir mal. Hast du noch knapp 2 Runden? Zwei bis drei Runden werden wir hier noch fahren. Und ich hoffe, Seebär kommt mit dem Sprit hin. Weil wenn das jetzt schon rot blinkt, das ist nicht dein Ernst. Warum muss ich immer recht behalten? Oh, Seebär. Oh. Also da hättest du stoppen müssen. Oh, der kommt noch vor ihm raus. Aber da hat er Glück, dass Hasel diesen Stopp gemacht hat. Weil wenn er den nicht gemacht hätte, hätte es den Rennsieg gekostet. Aber Hasel hat die schnellste Rennrunde. Er hat sie geschafft. 1:22,9,12. Die von Kruse kann ich jetzt leider nicht mehr sehen. Aber ich glaube, das ist eng. Weil hier Kruse hatte auch 1:22,9 irgendwas.
Aber da hat Seber. Ah, das ist. Also, das wird jetzt nicht mehr reichen für Hiasel. Aber das hätte ohne den Stop. Und Hiasel wäre ohne Stop durchgekommen. Das ging ihm jetzt, glaube ich, nur um die schnellste Rennrunde. Dann wäre es der Rennsieg gewesen. Bei Seber. So, ich. Viel hat er jetzt auch nicht getankt. Ja gut, er braucht jetzt auch nicht mehr viel tanken. Ihm hat wahrscheinlich so eine Runde bis halbe Runde hat ihm gefehlt. So eine Runde, vielleicht auch zwei Runden. Weil selbst für eine halbe Runde fährst du ja nicht in die Box, die sparst du dir zusammen. So, das wird knapp, aber das wird die letzte Rennrunde von Seber sein. Und wenn es die nicht ist, dann ist es auf jeden Fall die letzte Rennrunde für Hersel. Und damit wäre Seber ja nicht mehr einholbar, wenn Hersel schon abgewunken ist. Aber ich glaube, selbst Seber wird diese Runde schon abgewunken. Da muss man auch einfach mal sagen, dass es ein extrem starkes Rennen von Seber war. Und den Sieg auch absolut verdient hat. Jetzt ist die eine Stunde rum. Seber überquert die Ziellinie und gewinnt das Hauptrennen im Brands Hatch. Hiasl nochmal schnellste Rennrunde, ein 22,7. Kruse dann auf P3. Se kennst du mich, hat es nicht geschafft, sich die Position zurückzuholen. Skippy dann auf 5. Dann haben wir ein Loch von 25 Sekunden, wo Pace kommt auf P6. Auch sehr knapp kalkuliert im Sprit. Die Reifen, die sind auch durch. Also P6 geht an. Pace, Rebell dann auf P7. Auch der ist lang, der ist einen langen Stint damit gefahren. Smooth auf 8. Und Rouge auf 9. Oh, das kann jetzt auch sein, dass der noch einen Reifen fahren muss. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil wir ja die Zeitlimits haben. Sind es immer noch die 10 Minuten, die du vor Ende da in der Box sein musst? Also der kann das nicht 2 Runden erst vorher absitzen. Ich glaube, das war echt ein Spritding. Ich habe aber jetzt zum Schluss auch echt nicht mehr auf die Reifen geguckt. Aber wir können gerne mal in der Wiederholung jetzt mal reinschauen. Können wir uns mal die Reifen von Sebe angucken, was er gefahren ist, aber ich. Also wenn es wirklich so ist, dass er die Reifen, also wenn er den Medium noch offen hatte und er ist denn im letzten Stop hat er auf Medium gewechselt, dann gilt er nicht. Oder waren es 5 Minuten? Oh, jetzt bin ich so selber so lange nicht mehr mitgefahren. Könnten noch 5 Minuten sein.
Ich muss jetzt leider hier noch in der Lobby bleiben, weil ich der Host bin und wenn ich hier rausgehe, dann fliegen alle raus. Deswegen warte ich so ein bisschen, bis das Knäuel sich hier gerade selbst löst, dass ich hier gleich rauskomme. Und dann gehen wir sofort in die Wiederholung rein. Alles klar, Skippy. Ich wünsche dir auch einen schönen restlichen Abend, ein schönes Wochenende, was jetzt bevorsteht. Ach, du musst morgen sogar arbeiten. Ja, wünsche ich dir eine angenehme Arbeitszeit. So, darf ich jetzt hier rausgehen, ohne dass es Geschrei gibt, oder? Ich hoffe, jeder hat seine Wiederholung hier abgespeichert. Also hier wird noch heiß diskutiert zwischen Entschuldigung und nicht angenommen und war zu hart und ich beende das jetzt hier einfach. So, wir gehen nämlich jetzt mal in die Wiederholung rein. Weil das mit dem Seebär interessiert mich jetzt tatsächlich. Das interessiert mich jetzt wirklich. Und dann gucken wir uns auch mal an, was mit Snooze am Anfang passiert ist. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Das interessiert mich auch, warum der auf einmal weit hinten war. Falsch. Ah, fuck. So. Wiederholung abspielen. Nee, das will ich nicht. So. Es ist gestartet mit den Weichen. Das Problem ist, ich kann hier nur 10er Schritte machen. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich werde zumindest mal an den Punkt gehen, wo Snooze. Da war's. Wieder war in der Box. Das ist einfach in die Box gefahren. Obwohl der den Medium-Reifen hatte. Warum? Ohne Schaden? Ohne Tanken? Falsche Reifen geholt. Er hat den Medium einfach abgesetzt. Der hat gewartet, bis die 5 Minuten rum sind, wo das Boxenstopp-Fenster noch zu war. Und ist dann nur noch weich gefahren. Ob das die richtige Strategie jetzt war. Ich weiß ja nicht. So, Seebär ist weiche Reifen. Das ist noch sein erster Stint. Ich kann das leider nicht anders skippen, das ist echt nervig. So, das müsste noch der erste Stint sein. So, jetzt geht er in die Box. Und jetzt hat er. Und er hat wieder Weiche drauf. Also 20 Minuten ist er damit gefahren und geht dann auf die neuen Weichen reisen. Thank you.
Das ist immer noch sein zweiter Stint. Das ist immer noch sein zweiter Stint. Müsste aber jetzt gleich in die Box kommen. Jetzt geht er in die Box. Minute 40. Geht mit weichen Reifen raus. Oh, wir sind hier was ganz Großem auf der Spur. Weiche Reifen. Ja, jetzt muss er tatsächlich wechseln. Das habe ich ja so gar nicht mitbekommen. Nur jetzt muss er wechseln. Lass mich mal kurz gucken. Weil jetzt ist ja dann schon zu spät. Er geht auf die Mediums. Du hast vollkommen recht. Aber er geht. Aber das ist schon zu spät. Moment. Wir sind bei Minute 56. Und das Boxenstopp-Fenster schließt eigentlich um... Boah, ich muss in die Regeln reingucken. Ich guck mal gerade in die Regeln rein. Soweit ich das weiß, war in den ersten 5 Minuten, in den letzten 5 Minuten des Rennens die Box zu. Und das heißt, dieser Stopp würde nicht zählen, was bedeutet, dass er die Reifenregel nicht... Die Regeln hast du natürlich. Also, so war es. Wirklich. Ich muss die Regeln jetzt durch... Moment, Leute. Ich bin jetzt hier dran. So war es zumindest letzte Saison, wo ich noch aktiv mitgefahren bin. Und ich glaube nicht, dass das über Bord geworfen wurde. Aber ich gucke jetzt nach. GT7. So. Reglement. Da müsste das ja drinstehen. Ablaufhauptrennen, gibt es irgendwas mit Reifen? Fahrzeugwahl? Zeitenabbau, Ticket. Ich guck mal bei Hauptrennen. Ablaufhauptrennen. Ne, steht nur was von Start. Ankunftszeit. Boxenstopp-Fenster. Das ergibt doch Sinn. Während den ersten und letzten 5 Minuten des Hauptrennens erfüllen ausgeführte Reifenwechsel nicht die Reifenregel. Das Einfahren in die Box zum Tanken oder zum Reparieren ist erlaubt. Stimmt. Es gibt ja im Sprintrennen kein Zeitfenster mehr. Das ist ja abgeschafft worden. Aber im Hauptrennen gibt es das noch. Also ich sag mal so, ich hätte nicht jetzt danach noch geguckt. Bin ich ehrlich. Ich hätte danach nicht jetzt noch geguckt, wenn du mir das jetzt nicht geschrieben hättest. Weil mich das auch selber stutzig gemacht hat jetzt, wo du mir gesagt hast, der musste das nur absetzen. Aber es ist wahr. Weil wir haben 56, die Box ist zu. Seber wird diesen Sieg nicht behalten, das sage ich euch so, wie es ist. Problem ist, du musst das jetzt eigentlich bei jedem Fahrer machen. Und das nach jedem Rennen. Musst du jetzt wieder an den Anfang springen. So, jetzt sind wir am Anfang. Okay, Hiasel ist mit Mediums gestartet, der ist vorhin die Weiche. Das haben wir jetzt gesehen. So, jetzt musst du das für Fahrer eigentlich durchgehen. Ich könnte mir das natürlich auch merken. Aber sind wir mal ehrlich, das merke ich mir nicht. Da müsste ich mir das aufschreiben, irgendwie Strichzettel machen. Aber selbst dann wird mir einer durch die Lappen gehen, weil ich nicht jeden Stop mitkriege. So, das...
Du musst es eigentlich so nachkontrollieren. Sagen, okay, Haze. Aber ich weiß, dass Haze in der Box. Haze ist auf jeden Fall dem Medium gefahren. So, Snooze ist auch beide Reifen gefahren. Bei Rouge müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken. Aber der muss ja nur einmal auf den weichen Reifen umstecken, dann. Ja, jetzt fährt er den weichen Reifen. So. Das heißt, er hat das auf jeden Fall auch gemacht. Jetzt muss man wieder zurückgehen, muss mal gucken. Es ist halt. So, Rebell ist auf jeden Fall auch beide Reifensätze gefahren, das weiß ich. So. Musst du jetzt wieder durchgehen. Das Allernervigste daran ist, dass man hier nur 10 Sekunden skippen kann. Das ist so nervig. So. So, der fährt jetzt die Mediums, so. Erfolgreich abgesessen. So, das heißt, wir sind jetzt bei Kruse angekommen. Kruse müsste das aber eigentlich auch gemacht haben. Kruse ist, glaube ich, dem Medium auf jeden Fall rechtzeitig gefahren. So, jetzt geht er in die Box. Ja, es ist wieder weicher Reifen. Naja, du siehst ja, wenn du es nicht kontrollierst, irgendwo geht ja einer durch die Lappen, ne? So, jetzt fährt er immer noch den weichen Reifen. Wenn es nur eine Minute, ja, jetzt fährt er den Medium. So, also Kruse ist auch durch. Wenn es nur eine Minute ist, selbst wenn er um 55:03 die Box aufsucht, ist die Box geschlossen. So, das ist halt. Das ist halt die Regel, die ist so festgesetzt und da mussten sich auch alle dran halten. So, das ist halt so. Das gibt hier fährt dem Medium am Anfang. Ich sehe mich in 2 Wochen hier schon mit einem Strichzettel sitzen. Das sehe ich schon kommen. Fährt der immer noch Medium? Alter, wie lange hat denn der den Sint gezogen? Jetzt fährt er weich. So. Also Skippy ist auch durch. Chiasel. Ja, der ist auf jeden Fall durch. Der ist ja. Ja, das können wir nochmal. Und bei dem weiß ich, dass der mit die Weichen gegangen ist. Also das ist halt das aller. Das Nervigste ist halt echt die 10 Sekunden. Sonst hätte das. Sonst. Wenn ich diese. Wenn ich den roten Faden da nach rechts ziehen könnte, ne, da wäre ja alles einfacher. Oder kann ich das mit. Warte mal, kann ich das mit Tastatur machen? Warte, yell! Nee, das funktioniert nicht. Das wäre jetzt echt der Lifehack gewesen, einfach so. Aber nee. So schlau waren die Entwickler dann doch nicht. Nee, ich bin hier. Ich wollte doch Chiasel gucken. Aber der fährt jetzt weich. So. Das heißt, ja, und Dark Gamer ist ja eh DNF. So, bei ihm ist ja eh egal. Also, wir haben sie jetzt alle durch.
Die Reparaturen sind erlaubt. Das ist, also die Box ist nicht komplett geschlossen, aber der Reifen, den du halt wechselst, der zählt halt nicht. So wie bei Seebär jetzt. Der Medium-Reifen wird jetzt nicht gewertet. Klar darfst du in die Box, wenn du, um einen Schaden zu reparieren, das darfst du natürlich. Genau, aber Snemat hat das schon geschrieben. Ja, da werde ich mich morgen als Serienleiter dahinsetzen müssen und ein Ticket schreiben. Oder er macht eine Selbstanzeige, weiß ich jetzt nicht, wie das. Aber ich glaube, ich muss das schreiben. Mache ich ja einfach so ein. Warte mal, ich bereite mir das jetzt schon perfekt vor. Obwohl, habe ich ja eigentlich. Ne, da muss ich ja wieder bis ans Ende. Ne, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wieder bis ans Ende muss ich das. Wir haben es alle gesehen, ich hab's schon um. Ich mache dann einfach hier einen Clip draus, wie ich das vorhin hatte, und dann, ja. Machen wir das so. Also. Ja, ich nehm's hier aus dem Stream. Obi! Zum Grande Finale! Kaum geht's um Strafen, kommt der Obi. Ah, du bist schon länger hier. Okay. Dann hast du es ja mitbekommen. Aber wir müssen alles kontrollieren, weil, wie gesagt, sonst geht uns hier irgendwann einer durch die Lappen und ja. Muss man dranbleiben. Ist halt eine nervige Arbeit, weil du hier halt nur diese 10-Sekunden-Dinger machen kannst, aber. Nehme ich also auf die Finger sehen, ja. Ja, Hiasel bekommt somit den Rennsieg. Weil ich glaube, das hat komplette DSQ zum als Folge, wenn du die Reifenregel nicht beachtest. Im Sprint ist die Reifenregel ja egal. Da dürfen die Leute ja fahren, was sie wollen. Es geht ja nur ums Hauptrennen, da musst du zwei verschiedene Reifensätze fahren. Und da gilt auch das Boxenstopp-Fenster. Achso, gewonnen. Da hat. Boah, das ist jetzt schon eine Stunde her. Warte, wir gucken mal rein. Das ist schon eine Stunde her. Wir hatten da gewonnen. Aber da können wir mal gucken, ob Kennst du mich da mitgefahren ist. Ist da Ken. Der ist echt mitgefahren. Wieso hatte ich das denn gar nicht mehr auf dem Schirm? Noch besser. Ich hatte das ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Kennst du mich? So, ich kann ja. Ja komm, gucken wir uns den Rennstart von mir aus nochmal an. Jassel war es. Okay. Hallo Morpheus. Oh Morpheus. Oh, ich weiß nicht. Weißt du es selber? Oder, also ich will jetzt hier. Das ist jetzt eine miese Situation. Wie gehen wir das jetzt am besten an? Ich frage mal, bist du dir deinen Fehler bewusst, Seebär? Ja, Seebär, das Problem ist, im Hauptrennen haben wir ja die Reifenpflicht, also zwei unterschiedliche Reifensätze zu fahren. Das hast du ja auch eigentlich am Ende erfüllt mit deinem letzten Stop. Das Problem ist, dein letzter Stop ist außerhalb des Boxenstopp-Fensters, was halt 5 Minuten beträgt. Das heißt, du musst
In den ersten 5 Minuten des Rennens und in den letzten 5 Minuten des Rennens ist die Box für Reifenwechsel geschlossen. Ja, aber dein Boxenstopp war 56. Irgendwas. Also eine Minute zu spät. Also mit dem Fenster, das habe ich gerade noch in den Regeln so nachgelesen. Das habe ich gerade extra noch nachgeguckt. Das Einzige, was sich da zu dieser Saison geändert hat, ist im Sprintformat, dass es da keine Reifenregel mehr gibt. Da dürft ihr fahren, was ihr wollt. Da braucht ihr nicht stoppen, da könnt ihr stoppen, da ist das egal. Aber im Hauptrennen müsst ihr einen Stopp erfüllen. Also ihr müsst halt zwei unterschiedliche Reifensätze fahren. Und da gibt es halt auch das Boxenstoppfenster. So, ich wollte in den Rennsieg reingucken, ne? Extra für Obi gehe ich jetzt hier nochmal durch. Also, es tut mir echt leid, weil du bist ein echt geiles Rennen gefahren. Hab das auch echt gefeiert, dass du da den Rennsieg geholt hast. Ich habe mich schon gewundert, warum du in die Box gefahren bist, weil ich das selber mit den Reifen gar nicht drauf geachtet hatte. Dachte, du hättest erst Spritprobleme gehabt. Und ja, aber jetzt mit dem Reifen ist natürlich mies gelaufen. Ja, es sieht so aus, hätte Hasel das auch gewonnen. Schaut so aus, ja. Plus schnellste Rennrunde. Also, Hasel hat damit eigentlich alles abgeräumt, was er heute abräumen konnte. Ja. Genau. So wie es Nimat es gerade geschrieben hat, genauso steht es in den Regeln. Richtig, Obi. Hiasel hat heute alles abgeräumt, was es gibt. Ja, wie gesagt, also, Sebe, das tut mir echt im Herzen weh. Ich weiß nicht. Möchtest du da eine Selbstanzeige zu machen? Weil ich als Serienleiter werde da was schreiben müssen zu. Ist die Frage, ob du lieber da selber was zu schreibst oder ob ich das am Ende übernehme. So, wenn wir sonst nichts mehr haben, ich meine, alles, was ich jetzt durchgehen wollte, bin ich durchgegangen. Alarm, die Reifenpflicht sonst erfüllt. Und ja, war auf jeden Fall wieder ein spektakulärer Abend, würde ich sagen. Hat Spaß gemacht. Brands Hatch ist immer eine gute Strecke. Und ich wollte noch mal nachgucken, was in 14 Tagen gefahren wird tatsächlich. Ich habe ja gerade das hier noch offen. Termine, lass mal nachgucken. Ah,
A-Serie Brand Search. Jetzt müssen wir in den nächsten Monat reingehen. Oktober. Da fahren wir. Moment, ich hab's gleich. Kyoto Driving Park. Das ist das. Das ist ein erstes 2-Stunden-Event. Also kein Sprintrennen, sondern wir beginnen mit dem Hauptrennen und das geht 2 Stunden lang. Was ist denn der Kyoto Driving? Jetzt muss ich aber selber mal gucken, was denn der Kyoto Driving Park ist. Was ist das? Ja, Morpho, ich wünsche dir auch noch einen schönen restlichen Abend. Auch wenn das jetzt alles ein doofes Ende irgendwie genommen hat. Ja. Es sind halt die Regeln, ne? Und da muss halt sich auch wirklich jeder dran halten, sonst brauchen wir sie nicht. So, die Frage ist, wo ist der Kyoto Driving? Tokio. Kyoto da, Japan. Sagt mir die Strecke überhaupt irgendwas? Sind wir das letzte Saison gefahren? Obi? Ich meine, mir sagt das noch was aus GT Sportzeiten, aber das ist schon lange her. Wer hat sich denn dafür schon angemeldet? 3 Fahrer. Mega. Das wird ja gutes 2-Stunden-Rennen. Naja. Wird bestimmt ein tolles Rennen. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen restlichen Abend. Ich hoffe an alle Fahrer, die das hier nachträglich geguckt haben. Ja. Ihr habt euch unterhalten gefühlt. Ich konnte euch ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hoffe, ihr freut euch einfach dran. Und ja, wünsche euch noch ein schönes Wochenende, was jetzt bevorsteht. Und wir hören uns das nächste Mal.